Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim ersten Lesen dieses Antrags dachte ich, es ist ein Druckfehler. Es handelt sich ja eigentlich bestimmt um einen CDU-Antrag. Es ist ein sehr populistischer Antrag, den ich eigentlich einer anderen Fraktion zugeordnet hätte als einer Fraktion, die sich immer noch fälschlicherweise als Bürgerrechtspartei bezeichnet. Und auch wenn die vorgehenden Redner den Antrag so sehr gelobt haben, kann ich mich dem nicht so ganz anschließen, denn der Umfang des Antrags, wie wir es von Herrn Wedel ja sehr schätzen, lässt aus meiner Sicht keine Rückschlüsse auf die Qualität zu. Denn Taschendiebstahl ist ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsbereiche eines Menschen. Es trifft die Opfer unvermittelt und hat stets Folgen. Den Opfern entstehen Folgekosten, mühsame Zeit für die Ersatzbeschaffung von Dokumenten, Schlüsseln, Gegenständen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und die Opfer berichten, dass die psychischen Folgen für sie noch viel massiver sind, dass sie sich unsicher fühlen, dass sie ihr Verhalten ändern. Und all das hat selbstverständlich Folgen. Aber das, was die FDP hier dann vorschlägt, ist ein Baustein im Strafrecht, in einen Baustein des Strafrechtsgefüges einzugreifen und den Taschendiebstahl in den Regelbeispielkatalog im § 243 Absatz 1 Satz 2 aufzunehmen und die Strafandrohung zu erhöhen. Von 3 Monaten bis zu 10 Jahren, das meinen Sie doch nicht wirklich, Herr Wedel. Denn es ist ja ein völliges Unverhältnis. Das Beispiel von Herrn Wolf hat es ja sehr deutlich gezeigt. Eine gezielte Körperverletzung nach § 232 bis zu 5 Jahren. Und dann wollen Sie dem Taschendiebstahl bis zu 10 Jahren. Ich möchte als Frau auch noch ergänzen, die sexuelle Belästigung in § 184i ist auch mit bis zu 5 Jahren völlig unverhältnismäßig. Und deshalb halten wir Ihren Vorschlag für falsch. Und Herr Hart, selbstverständlich müssen wir hier auch benennen, was wirklich hilft. Ihre Erkenntnis, dass das Strafmaß und zur Abschreckung nicht funktioniert, das ist ja eine neue Erkenntnis in der CDU. Das haben Sie hier schon immer mal wieder behauptet. Harte Strafen schrecken ab. Das ist leider nicht so. Und ich möchte mit Ihnen gerne gucken auf das, was tatsächlich funktioniert. Tatsächlich funktioniert Tasche zu, Augen auf. Das ist eine Kampagne der Polizei Nordrhein-Westfalen, die dafür sensibilisiert. Und ich möchte auch ergänzen, Informationen. Selbstverständlich, Herr Lienkämper, geht's denn? Selbstverständlich hilft Information. So wie alle Bürgerinnen und Bürger wissen, welche Telefonnummer sie wählen müssen, wenn es brennt, dass die 112 die Telefonnummer ist, wenn sie die Feuerwehr brauchen, so müssen alle Bürgerinnen und Bürger auch wissen, dass die 116 die Telefonnummer ist, um Kontodaten zu sperren, Kreditkarten, EC-Karten zu sperren. Das muss ins Bewusstsein aller übergehen. Opfer brauchen Beratung, wir müssen die Opferhilfe weiter stärken. Und selbstverständlich brauchen Opfer auch eine zügige Strafverfolgung. Sie müssen sicher sein, dass unsere Gerichte zügig in der Strafverfolgung konsequent vorgehen. Dafür brauchen wir eine gut ausgestattete Justiz. Das Rechtsgefüge ist sensibel. Seit dem ersten Inkrafttreten des Strafgesetzbuches von 1871 gab es immer wieder Strafrechtsreformen, und das ist auch gut so. Und wenn man sich die letzte größere Strafrechtsreform ansieht, da denke ich immer an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die angestrebt hat, die letzte FDP-Justizministerin, der insbesondere der Grundsatz wichtig war, dass Leib und Leben höher gewichtet wird als Hab und Gut. Das war ein Kern dieser Strafrechtsreform, den wir ausdrücklich unterstützen. Und ich bin mir sicher, dass Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ihren Antrag nicht unterstützen würde. Die CDU gaukelt den Menschen, das hatten wir schon, und die FDP hat sich mit diesem Antrag quasi entschieden. Manchmal schwankt sie ja so zwischen Bürgerrechtspartei und Law and Order. Mit diesem Antrag haben sie sich eindeutig für Law and Order entschieden. Das bedauern wir sehr. Wir stimmen natürlich der Überweisung zu, aber wir sind da sehr skeptisch, was die Beratung im Ausschuss angeht. Vielen Dank.